So, was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja. Einmal verwunden hierhin und was hatten wir noch? Noch Ah ja, nicht Schildschlag. bereit? Aber Schildschlag können wir ja im Moment noch nicht benutzen, weil wir eben kein Schild haben. Aber wir ziehen es uns trotzdem mal auf die Leiste, beziehungsweise nehmen wir mal Spott erstmal auf die 4, dass sie ein bisschen näher an uns, an unseren Fingerchen ist, dass wir da nicht so weit greifen müssen. Und angreifen. So, alles klar, das passt. Ja, das wär's eigentlich soweit auch. Dann können wir hier wieder weg und dann auf jeden Fall mal Richtung Westfall laufen. Die Verplantheit gerade vor einer Minute war übrigens, weil ich ja zwischendurch natürlich diesen Schnitt gemacht habe, damit ich einzelne Folgen habe. Und dann habe ich ja vergessen, was ich gerade gemacht hatte. Ja, so ist das. So ist das. Verplanter Sinan. Aber das ist man, glaube ich, inzwischen gewöhnt. So, alles klar. Wir haben jetzt soweit alles gelernt und ich weiß nicht, ob wir erlittenen Schaden um 10, ob wir mal eine Weile noch in der Kampfhaltung bleiben sollen, weil da verursachen wir ja 5% mehr Schaden. Ach, was ich jetzt erst sehe, beziehungsweise was mir jetzt erst auffällt. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer hat es vielleicht schon gemerkt, dass unter unserem Namen jetzt noch was steht. Möchte keine Gilde. Ja, das hatte ich ja in einer der letzten Folgen schon angekündigt, dass mich diese Gildeneinladungen von irgendwelchen Fremden, die dich irgendwie Ninja einladen, ohne dich zu fragen, hey, wir sind dies und das, wir machen dies und das, wir sind so gut und bla, hättest du Bock quasi in unsere Gilde zu kommen, sondern dass man einfach eingeladen wird. Das ist, während ich offline Kräuterkunde geskillt habe, einige Male vorgekommen und ich muss sagen, ich bin echt aggressiv geworden. Und ja, hab einen Spezel, der noch mit in der Gilde ist, quasi gefragt, ob er mich da schnell einladen kann. Das heißt, wir sind jetzt in meiner Bankgilde drin, wo alle meine Charaktere drin sind. Und ja, wir sind jetzt quasi in der Gilde, möchte keine Gilde und wir können nicht mehr von anderen Leuten in Gilden eingeladen werden. Das ist eigentlich eher so eine Komfortsache für mich, dass ich nicht dauernd sagen muss, nein, wir möchten nicht in eine Scheißgilde, sondern dass ich einfach mal eine Ruhe habe. Effektiv bringt uns die Gilde jetzt erstmal nicht sonderlich viel, weil die ist auch noch nicht sehr hochstufig. Das sehen wir hier. Wir sind erst Stufe 2. Aber es hat trotzdem einen netten Bonus. Und zwar, ja, pro Gildenstufe. Das heißt, immer wenn wir irgendwelche Quests erledigen oder dann Dungeons erfolgreich abschließen, dann bekommen wir Gildenerfahrung. Und diese Gildenerfahrung steigt eben dauernd an, wenn man irgendwas macht, wenn man Quests abgibt, wenn man Gegner tötet, wenn man Dungeons besucht. Und ja, Gilden können eben auch aufsteigen, wie wir. Und meine Bankgilde ist eben schon Stufe 2 und einen netten Bonus haben wir, und zwar Überholspur. Durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests erhaltene Erfahrung um 5% erhöht. Das heißt, ja, wir kriegen jetzt, dadurch, dass wir in der Gilde sind, für alles, was wir tun, 5% mehr Erfahrung. Also das lohnt sich schon. Ich muss Und näher ran. ja, bald sind wir sogar Level 3, dann bekommen wir den nächsten Bonus, das ist Aufsitzen. Das erhöht unser Reittiertempo um 10%. Ist aktuell noch nicht allzu relevant für uns, weil wir noch nicht Level 20 sind und reiten können. Aber sobald wir Level 20 sind und reiten gelernt haben, können wir ja schon mal mit 60% plus Geschwindigkeit. Hallo? Mit 20% Geschwindigkeit. Mit 60% schnellerer Geschwindigkeit uns fortbewegen, wenn wir auf unser Pferd steigen. Und ja, dieser Bonus, dieser Gildenbonus bringt dann halt nochmal 10% drauf. Das heißt, wir sind dann 70% schneller als zu Fuß. Das lohnt sich auf jeden Fall. Im Moment noch irrelevant, aber ich weiß auch gar nicht, wann wir aufsteigen. Also ich habe die Gilde schon ewig. Und ja, müssen wir mal gucken. Das dauert wahrscheinlich noch eine gute Weile, bis die Gilde Stufe 3 erreicht hat. Das heißt, das soll uns erstmal auch nicht interessieren. Und ich werde die ganze Zeit unterbrochen von irgendwelchen Sachen, die hier rumblinken. Dabei will ich eigentlich nur zur Weststromgarnison. Meieieiei. So, sehr gut. Aber jetzt mal straight hier nach vorne. Dann haben wir nämlich auch Elvin aufgedeckt. Und kriegen unseren nächsten Erfolg. So, hier unten hatte ich ja, als wir nach Elvin gekommen sind, von einem netten Special-Mob erzählt.
Den werden wir auch gleich sehen. Ich denke mal, das dürfte sogar in dieser Folge noch sein. Weil wir haben erst 5 Minuten aufgenommen. Ja, da gibt's nette Stories zu. Die werde ich dann auf jeden Fall gleich erzählen, sobald wir dort sind. Und ihn bekämpfen. Da gibt's nämlich so einen kleinen Mythos um ihn. So, dann sind wir auch schon da. Nochmal fix über die Brücke. Servus, Wachen. Oh, da haben wir noch was. Ja, unseren Erfolg haben wir errungen. Erforscht den Wald von Elwyn. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt alle Teilgebiete vom Wald von Elwyn erforscht und dadurch quasi diesen Erfolg freigeschaltet. So, da kommt wieder ein Wolf, oder? Ja, er kommt. Nehmen wir ihn auch noch mit. So, wunderbar. Einmal gepflückt. Und Kräuterkunde ist eben genauso wie... Ach Gottchen. Kräuterkunde ist eben genauso wie Bergbau. Quasi einmal still neben dem Vorkommen, beziehungsweise neben der Pflanze stehen und einmal mit Rechtsklick drauf und dann kann man das Zeug abbauen. Das dauert dann 1,5 oder 2 Sekunden. Oh, hier hinten haben wir noch ein bisschen was. Nehmen wir natürlich auch mit, eine Kupferader und ein Silberblatt. Okay. Aber hier vorne sind, glaube ich, einige viele Wölfe. Aber die sind nicht allzu hochstufig. Das heißt, wir greifen die jetzt einfach mal zu viert an. Das ist kein Problem. Die machen auch nicht allzu viel Schaden und dafür machen wir sehr viel Schaden. Das ist wunderbar. So, alle 4 tot. Prima. Aber danach geht es auf jeden Fall endlich zur Weststromgarnison. Wir halten uns hier schon wieder extrem auf. Stufe 13. Prima. Können wir auch gleich unseren nächsten Talentpunkt verteilen. Ab in Zähigkeit und Erlernen. Jetzt haben wir quasi von den Rüstungen 10% mehr Rüstungswert. Das ist sehr nützlich. Wir sind inzwischen bei 385. Das ist super. Wie viel sind das denn in Prozent? 20,37. Okay. So, jetzt. Endlich die Quest abgeben und die neuen 2 Quests annehmen. 2 müssten das, glaube ich, sein. Und dann geht's auch ab hier in den Süden. Oh, wieder wunderschöne Musik. Traumhaft. Ich sehe da vorne schon wieder was. Ach, das nehmen wir nachher mit. Wir geben jetzt mal fix die Quest ab. So, Stellvertreter Rainer. Hilfe für die Weststromgarnison. Marshal Duggan hat euch geschickt. Wie? Ihr seid zwar nicht in der Armee, aber wenn Duggan euch geschickt hat, dann soll mir das recht sein. Unsere Lage hier ist, um es gelinde auszudrücken, angespannt. Ich hoffe, ihr könnt ein wenig aushelfen, aber sicher können wir das. Kopfgeld auf die Flusspfotengnolle. Gnolle, brutale Wesen, die in dieser Gegend nichts zu suchen haben, sind entlang der Grenzen des Waldes von Elwyn gesehen worden. Ein großes Rudel, viel zu viele, als dass wir allein mit ihnen fertig werden könnten, hat sich in den Wäldern südlich von jenem Wachturm dort eingenistet. Ja, südlich von diesem Wachturm. Eine weitere Gruppe hat sich im Gebiet nahe des Steinhügelsees im Osten eingenistet. Die Armee von Sturmwind wird jeden belobigen, der dabei hilft, die Gnolle zu töten. Bringt mir ihre bemalten Gnollarmbinden als Beweis für eure Tat. Ja, das werden wir natürlich tun. Was gibt's als Belohnungen? Einmal Kettenfüße mit 10 Rüstung und eine Ausdauer mehr. Das ist schon mal prima. Und die werden wir uns dann auch nehmen, denke ich. So, und hier haben wir noch so eine Wanted-Quest. Gesucht Hogger. Yeah, Hogger. Ein riesiger Gnoll Hogger streunt im südwestlichen Elwyn durch den Wald. Er hat bislang alle Versuche, ihn zu fangen, vereiteln können. Die Armee von Sturmwind hat ein großzügiges Kopfgeld auf den Gnoll ausgesetzt. Kopfgeldjäger, die sich die Belohnung verdienen möchten, sollten in die Wälder reisen und die Bestie beseitigen. Ja, das ist der berühmt-berüchtigte Hogger. Zu dem erzähle ich dann eben gleich noch ein bisschen was. Kümmert euch um die Hogger-Situation und kehrt zu Marshal Duggan zurück. So, einmal eine Lederbrust, ein Kettenbein mit 3 Stärke und 19 Rüstung mehr, wunderbar. Und ein Stab, den brauchen wir nicht, der ist für Mana-Klassen, Zauberklassen. So, jetzt nehmen wir hier hinten das Silberblatt noch mit. Und den Wolf auch, der stört uns noch auf dem Weg. Alles klar. Ja, Hogger die Hogger. Hogger ist ein Special Mob, der eigentlich schon seit dem ersten Tag World of Warcraft existiert. Das heißt, diese Quest, die gab es schon von Tag 1 an. Ich weiß gar nicht mehr, wann das Spiel rausgekommen ist. 2006 kann das sein, ich weiß es nicht. Ja, das war quasi eine der ersten Quests, die man, als das Spiel rausgekommen ist, gemacht hat. Und damals
Beziehungsweise auch bis vor kurzem war Hogger extrem overpowered. Das heißt, wer ihn besiegen konnte alleine, der war schon ziemlich gut in seiner Klasse. Solange er eben nicht zu hochstufig war. Mit Level 13 würden wir das jetzt wahrscheinlich auch noch schaffen, seine Urform quasi zu besiegen. Aber Hogger war sehr, sehr stark. Und ja, Hogger war eben quasi... Es rankte ein Mythos um ihn, dass er hier quasi absichtlich reingebaut worden ist, um, ja, die Leute zu ärgern. Weil er auch ziemlich viel Schaden gemacht hat. Das heißt, man hatte eigentlich selten eine Chance, ihn umzuhauen. Und von diesen Gnollen hier können wir natürlich diese Armbinden aufsammeln. Und ja, das hat mehr oder weniger dazu geführt, dass bei Server-Downs sich Leute auf anderen Servern Level 1 Charaktere erstellt haben. Menschen. Und dann hat man sich hier im Nordheintal getroffen, hat einen Raid gebastelt, aufgemacht mit 40 Leuten ungefähr und ist hier mit 40 Level 1 Charakteren zu Hogger gegangen, um ihn quasi, ja, kaputt zu schlagen. Und das war immer ganz spaßig, da habe ich auch mal ein paar Mal mitgemacht. Das heißt, wenn der eigene Server down war, beziehungsweise ab und zu ist es so, dass bestimmte Server gewartet werden müssen, außerhalb der regulären Wartungszeiten. Und ja, da haben sich halt alle Leute immer auf einem Server getroffen und dann ging das heitere Hogger-Kloppen los. Da vorne ist er auch schon. Level 1 Elite, das sehen wir in dem Plus in seinem Namen. Rechts unten. Das heißt, der ist immer noch stark, scheinbar. Wie gesagt, ich habe jetzt schon ewig nicht mehr gezockt, deswegen weiß ich nicht, wie er aktuell drauf ist. Aber wir werden ihn uns jetzt auf jeden Fall mal vorknöpfen. Wie viel Leben hat er? 666. Ja, das ist doch wieder hier typisch. Also... Der Teufel himself quasi. Und Hogger ist richtig, richtig stark. Und scheinbar immer noch. Wobei wir gut Schaden machen. Und er hat früher deutlich mehr Schaden gemacht. Oh, Helfer von Hogger, alles klar. Was tut er? Hogger, nicht wehtun. Alles klar, er scheint besänftigt zu sein. Zügelt eure Klinge, Abenteurer! Oh, alles klar, eine Zwischensequenz. Scrollen wir mal rein. Diese Bestie führt die Flusspfoten an und ist vielleicht für die Beendigung der Feindseligkeiten der Gnolle in Elven entscheidend. Wir nehmen ihn im Namen des König Varian Rhyn in Gewahrsam. Nein! Sehr schön! So schaut das also inzwischen aus. Bringt uns zum Verlies, Andromath. Ja, und weg sind sie. Ja, Hogger. Hogger, Hogger, Hogger. Jetzt hat er tatsächlich 666 Leben bekommen. Der Wahnsinn. Also Blizzard ist da... Blizzard hat schon netten Humor in die Richtung. Das muss man denen schon lassen. Ja, hier ist noch eine Quest. Braunwirbels Urkunde. Dies ist eine Besitzurkunde für ein Stück Ackerland im Westfall. Es ist von einem gewissen Theodor Braunwirbel und seiner Frau Werner unterzeichnet. Auf der Rückseite der Besitzurkunde stehen ein paar hastig gekritzelte Worte. Wir haben Braunwirbel etwas bearbeitet und ihm seine Besitzurkunde abgeluchst. Wäre vielleicht ganz nützlich, wenn ihr euch auch so an eine fälschen wolltet. Um die Braunwirbels müssen wir uns jedenfalls keine Sorgen machen. Zuletzt sah ich sie kurz hinter Westfall in einem Wagen mit gebrochener Achse. Ihr denkt, die Braunwirbels hätten ihre Besitzurkunde vielleicht gern zurück. Alles klar, das werden wir ihn natürlich zurückbringen. Ja, das war Hogger. Inzwischen, wie es aussieht, nicht mehr allzu gefährlich. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Aber wie gesagt, Hogger hat alle niedrigstufigen Charaktere... Ja, jahrelang quasi verfolgt und sie abgeschlachtet. Oder hat sich Blizzard scheinbar wirklich einen Scherz erlaubt und ihm, ja, die Zahl des Teufels als Lebenspunkte verpasst. Wunderbar, wunderbar. Da vorne ist Westfall. Wenn wir einmal über den Fluss gehen. Sieht ein bisschen grün aus. Kann auch sein, dass sich das inzwischen ein bisschen geändert hat. Das war früher eine richtige Staubwüste. Denke zwar, dass der Großteil immer noch so ist, aber kann sein, dass es inzwischen ein bisschen begrünt worden ist. So, alles klar. Eine Armbinde brauchen wir noch und dann haben wir die Quest auch schon erledigt. Da müssen wir noch mal ganz kurz nach Goldhain, um bei Marshall Duggan die Hogger-Quest abzugeben. So, wunderbar.
Eigentlich könnten wir auch Spots im in der Kampfhaltung auf eine Taste ziehen, weil die ist ziemlich nützlich. Kann man auch zum Pullen benutzen. Ich pack's das jetzt mal auf die F-Taste. Da kommt zwar bald noch was anderes drauf, das kann ich eigentlich auch schon mal zeigen. Oh, wo ist das? Spalten. Ja, Spalten greift ein paar Ziele an. Das ist quasi ein Massenangriff, ist ganz nützlich und den habe ich gern auf F. Weil wir den dann auch gut benutzen können, wenn wir Gruppen bearbeiten. Also ihn quasi die Fresse polieren. Wann bekommen wir das? 24, habe ich das richtig gesehen? Ja, 24. Bis dahin können wir ja Spot auf F lassen. Normal habe ich Spot, glaube ich, auf der 2. Ich muss da nochmal nachgucken. Ich habe das tatsächlich schon wieder vergessen. Wahnsinn. Wenn man mal eine Weile nicht zockt, dann vergisst man doch einiges. Kopfgeld auf die Flusspfoten-Gnolle. Seid gegrüßt, Merrily. Wart ihr Gnolle töten? Ja, bitte sehr. 8 Armbinden. Und wir wollten uns die Kettenfüße holen. Seid prima. Ach ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Da stand Sturmwind plus 250 Ruf. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier rumdrücken. Ah ja, die U-Taste. Das ist quasi unser Ruffenster. Immer wenn wir Quests beenden, dann bekommen wir für die Quest Ruf bei einer bestimmten Fraktion. Die Fraktion, die sehen wir immer hier rechts in dem kleinen Fenster. Da steht zum Beispiel Sturmwind. Das heißt, Stellvertreter Rainer ist quasi für Sturmwind tätig. Wenn wir Quests für ihn erfüllen, dann bekommen wir Ruf für Sturmwind. Diese Rufstufen, die steigen immer auf und die gehen von neutral auf freundlich, auf wohlwollend, auf respektvoll und auf ehrfürchtig. Und je nach dieser Rufstufe, ja, gibt es ein paar gewisse Boni, die freigeschaltet werden.